Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge This War of Mine. Katja wünscht sich, einen Krankenwagen rufen zu können. Nun, das geht leider nicht. Frag mich, ob wir im Krankenhaus auch Medikamente kriegen würden. Ah, es fehlt reiner Alkohol, natürlich. Gut, mal gucken, was wir handeln können. Munition wäre nicht schlecht, damit wir uns noch besser verteidigen können. Wäre eine Maßnahme. Gucken wir mal, was er so hat. Ja. Ein bisschen Munition hätte er. Und auch rein Alkohol, der ist aber nicht billig. Und wir könnten ihm geben... Zucker. Reicht nicht. Schlingel. Warum reicht das nicht? Wir haben hier noch ein kaputtes Gewehr und würden dafür nochmal Medizin nehmen. Das geht natürlich nicht. Eine Bandage. Geht auch nicht. Lebensmittel. Geht auch nicht. Das Wasser würde ich ihm ungern geben wollen. Das brauchen wir ja zum Kochen. Pistolenmunition gegen das Sturmgewehr. Tja. Oder wir machen noch ein bisschen Schnaps. Aus dem Zucker, aber das hat Sophie auch nicht gebracht. Wir probieren es mal. Über den Zucker zu Schnaps machen, ob es dann mehr bringt. Nee, ach, da brauchen wir wieder Brennstoff. Aber die Pistolenmunition halte ich für sinnvoll. Halte ich wirklich für sinnvoll, wenn wir uns die holen. Bei ihm nur das Ding geben. Nee, der Zucker muss drauf. Gut. Wir werden handeln. Und haben ein bisschen was, um uns zu verteidigen. Krank. Wenn man da ein bisschen... Es ist gefährlich hier draußen. Ah ja, Händler, danke. Ich brauche dich aktuell nicht mehr. Und wenn wir ihn... mal Kräutermedizin nehmen lassen. Wäre eine Maßnahme, ne? Probieren wir es mal. Würde gerne etwas essen. Auf Medikamenten. Und weil er so krank ist, gibt es noch was obendrauf. Und dann legt er sich hin und dann dürfte er sich eigentlich erholen. Haben wir eigentlich noch Biodünger? Haben wir nicht mehr. Also wird es auch langsam kritisch mit unseren Fallen. Ich würde ja gern mit der Axt losziehen. Können wir denn noch eine Axt bauen? Was? Ich rechne mit dem Schlimmsten, was Anton angeht? Wir können auch noch eine Axt bauen. Machen wir mal. Muss er da auch noch hingehen? Bau die Axt. Bau die Axt, meine Gute. So, dann gehen wir nochmal zum Radio. Mal horchen, wie es so aussieht hier. In Pogome, oder wie die Stadt heißt. Klingt so nach Pogome. So. So, wir fangen hier ganz links an. Dong, 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 dong. Es wird viel kälter. Schneefälle werden erwartet. Geben wir den Menschen in Pogoren doch eine warme Umarmung. Was stand da? Es wird viel kälter. Viel kälter.
Klassische Musik. Wie sieht's so kriegstechnisch aus? Einige unserer Zuhörer berichten uns, dass das Militär gegenüber Zivilisten Gewalttaten verübt haben soll. Der Pressesprecher des Militärs streitet dies ab. Naja, das ist bitter. Gut. Wir beenden den Tag. Und müssen wieder mit zwei Mann Wache stehen. Das nutzt alles nichts. Katja geht plündern. Ach, guck mal, jetzt kommen wir wieder überall hin. Könnten also nochmal in die Autowerkstatt. Oder aber... Ach nee, geht nicht. Nee, nee, ist doch alles ausgegraut hier. Könnten natürlich nochmal... Oh, das ruhige Haus geht auch nicht. Reisebüro. Können natürlich ins Reisebüro gehen. Oder ins... Eine große Menge Waffen. Wo sollen die sein? Wir könnten hier nochmal hin einfach ein bisschen Brennstoff uns holen, wenn es jetzt so kalt wird. Das wäre auf jeden Fall eine sichere Geschichte. Das machen wir mal. Nehmen wir quasi nur die Axt mit. Und dann kloppen wir uns hier ein paar Möbel klein. Ach, guck mal hier. Ach doch, hier. Ach, shit, klar. Ist doch noch ein Haufen Zeug sogar. Das wäre sogar Pistolen. Pistolenpatronen. Ach so. Können wir uns, okay, selber welche herstellen. Aber die nehmen wir nochmal mit. Wusste ich gar nicht mehr. Schießpulver brauchen wir nicht. Den Zucker nehmen wir mit, falls mal wieder jemand kommt zum Handeln, Freunde. Biodünger finde ich auch eine gute Idee. Da noch ein bisschen Holz. Quatsch. Und vor allen Dingen Brennstoff. Ich hatte das echt ganz vergessen. Das ist die erste Location, die wir hier... ...jemals hatten. Ich erinnere mich. Dunkel. Ja. Antiterroroperation. Ein Flyer. Personen, die in der Stadt bleiben, werden als Unterstützer der Terroristen angesehen. Verlassen Sie sofort Pogoren, sonst ist Ihre und die Sicherheit Ihrer Familie in Gefahr. Die Armee garantiert Ihnen sicheres Geleit. Ja, das wussten wir ja schon. Moment. Noch was. Klein gemacht hier. Brennstoff brauchen wir. Hier ist nichts mehr zum Zerholzen. Schade. Tja, dann war es das doch schon. Ah, hier ist noch ein bisschen Brennstoff. Und das war's. Hier rennt irgendwas rum, aber das ist nur eine Ratte. Okay. Gut. Zumindest mal ein bisschen Holz. Holz und Brennstoff. Ist ja auch okay. Darum ging es ja auch hauptsächlich. Hier wären noch Waffenteile, die brauchen wir aber nicht unbedingt. Wir haben ein bisschen Munition gefunden, das ist auch gut. Und Zucker zum Handeln und Biodünger für unsere Falle. Also alles in allem okay. Alles in allem eine feine Sache. Zweifel müssen wir nochmal in die Autowerkstatt, Freunde, das nutzt alles nichts. Tag 24. So, wie sieht's aus? Wie geht's, Anton? Was für eine Nacht. Bruno hat einige scheußliche Wunden. Es scheint sehr ernst zu sein. Und Katja geht es nicht gut. Wieso hat denn der schon wieder so eine scheußlichen Wunden? Und ins Krankenhaus kommen wir aktuell nicht. Alter, das wird richtig bitter, Freunde. Das wird richtig bitter.
Uiuiui. Ui, ui. Bruno, altes Haus, was machst denn du für Sachen? Das verstehe ich nicht. Was? Ich befürchte, dass es Katja nicht schaffen wird. Das wäre übel. Bruno muss diese Wunden versorgen lassen. Ja, das ist sachlich richtig. Tja, entweder wir gehen nochmal zur Autowerkstatt. Katja braucht mal. Katja nimmt die Medikamente. Ich habe Schmerzen, ja. Ohne Angriff, einfach sind seine Wunden wieder aufgegangen, oder was? Ah, das ist ja übel. Katja wird nicht durchkommen, doch. Und sie wird durchkommen. Ach nee, warte. Vor dem Krieg wäre ich nach ein oder zwei Tagen wieder gesund gewesen. Tja. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Oh oh. Was denn? Die sind auch noch zu zweit. Ich habe ja ein bisschen Angst. Geht unser Dienstältester, der Anton, geht mal hin. Macht die Tür auf und schaut einfach mal, was sie uns mitgebracht haben und wer das vor allen Dingen ist. Und da müssen wir wieder ein bisschen heizen. Auf jeden Fall sollten wir das tun. Es dauert nur eine Minute. Boom, und wir sind tot. Nein. Wir leben mehrere Blöcke von hier entfernt. Wir haben gesehen, dass sie in diesem Gebäude Unterschlupf gefunden haben. Als Nachbarn wollten wir vorbeischauen. Hallo sagen. Wir haben Gemüse aus unserem Garten mitgebracht. Guten Appetit. Will uns Gemüse geben. Dankeschön. Hoffentlich hilft Ihnen das. Ach, das ist ja nett. Vielen Dank. Danke. Cool. Hat sich doch gelohnt. Dann könnten wir ja glatt weg noch ein bisschen was kochen. Gehen nochmal zum Wasser hier oben. Und nur noch vier Wasser. Dann können wir nämlich gleich nochmal gucken, was wir so an Doppelmahlzeiten hergestellt bekommen. Mit dem Gemüse, was wir gerade bekommen haben. Hier geht es nicht gut. Ich glaube, ich habe Schüttelfrost. Ja. Gar nicht gut, Freunde. Gar nicht gut. Wie viel Brennstoff haben wir denn noch? Vier. Könnten aber noch was herstellen. So, die Frage ist, ob das hier funktioniert, dass wir das Wasser noch fertig kriegen. Bis sieben. Guck mal. Gut, wir können aus den Büchern Brennstoff machen. Wir haben aber viel Holz aktuell. Machen wir nochmal 5. Das mit dem Wasser könnte knapp werden. Katja ist nicht hungrig, die erholt sich. Tja, und Bruno ist schwer verletzt. Wahrscheinlich müssen wir echt nochmal in die Autowerkstatt. Aber das können wir weder mit Katja machen, noch mit Bruno machen. Müssen wir dann mit Anton losziehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Legen wir ihn noch mal ein bisschen in die Haier. Und Bruno wird kochen. Ey, da müssen wir mit... müssen wir mit Anton losziehen.
schon Tage her, dass ich zuletzt eine geraucht habe. Rauchen ist schlecht für die Wundheilung. Ganz ehrlich. Uno, muss ich mal den Zeigefinger zeigen? Ist wirklich schlecht für die Wundheilung. Ich verliere zu viel Blut, ich brauche Hilfe. Ja, das brauchst du. Haben wir nicht schon alle Bandagen mitgenommen aus der Autowerkstatt? Kommen wir da überhaupt hin? Ich glaube nicht, ne? Eieiei. Nicht verfügbar. Bombardierte Haus. Na gut, da ist nicht mehr viel. Kirche der Heiligen Maria. Klar, wir können natürlich hier handeln. Oder wir gehen mal in den Supermarkt. Etwas Medikamente. Oder ins Reisebüro. Vorsicht ist geboten. Tja, nehmen wir was mit zum Handeln oder nehmen wir was mit zum Schießen? Nee, warte mal zurück. Ich muss im Bett schlafen, sie ist krank. Wir müssen mit Anton plündern. Oh, wir müssten eigentlich jemanden zum Wache stehen haben. Haben wir nicht. Risiko. Gehen wir mal ins Reisebüro. Wir gehen mal gucken einfach. Oder wir gehen... Ah, hier sind die ganzen Gefahr. Reisebüro ist Vorsicht geboten. Hier ist Gefahr überall. Tja, Freunde, gehen wir mal ins Reisebüro. Mit Anton. Und gehen einfach mal so hin. Ohne was zum Handeln und so. Ich kenne das Reisebüro ja noch nicht. Lerne es aber etwas kennen. Bin ja mal ein paar Stunden lang Schlange gestanden. Ich hielt das damals für den schlimmsten Tag meines Lebens. So, hier ist ein schöner Schutthaufen. Gibt's auch nichts zum Durchwühlen. Wahrscheinlich verschlossen. Jawohl. Natürlich ist sie das. Und die ist wahrscheinlich auch verschlossen. Also Reisebüro, müssen wir Sachen mitnehmen. Ja, völlig für die Katze jetzt hier. Ah, hier kommen wir rein zumindest. Was steht hier? Diese Leichen, sie sind furchtbar geschunden. Diese Wunden wurden mit extremer Grausamkeit zugefügt. Wer auch immer das getan hat, muss ein verrückter Psychopath sein. Da ist jemand. Und wir haben zumindest ein bisschen was gefunden. Und wären jetzt auch schon fertig. Wenn wir nicht noch andere Sachen gebrauchen könnten. Oh, nee. Nope. Das möchte ich nicht. Wir müssen mal Sachen zum Handeln herstellen. Ich weiß. Weiß ich doch. Aber so viel haben wir ja auch nicht, was wir so herstellen können. Gut, bisschen Schnaps vielleicht jetzt mit dem Zucker und Wasser. Ja, das wäre eine Maßnahme. Und dann gehen wir nochmal handeln. Wenn die bis dahin überleben, Katja und Bruno. Brauchen Bandagen und Medikamente. Katja haben wir Medikamente erstmal gegeben. Oh Mann, die Musik ist ganz schön laut. Jetzt wird sie wieder leiser. So, ein bisschen Zeit haben wir noch. Den Haufen schaffen wir. Dann können wir hier nochmal durchgucken. Vielleicht nach unten gehen.
Anton. Du alter Mann. Komm schon. Gib Gas. Ja, mit den Händen sich durchwühlen ist schon ätzend. Also ein Brecheisen ist immer eine gute Maßnahme. Kann man eigentlich immer mitnehmen. So, wir gehen hier nochmal durchgucken. Da ist jemand. Dann gehen wir hier nochmal nach unten. Jawohl, hierfür haben wir noch Zeit. Und was ist es? Nichts, das sich lohnen würde mitzunehmen. Okay, dann sind wir hier schon durch. Und werden die Gegend verlassen. Alles andere ist mir jetzt hier zu gefährlich. Nicht, dass wir Anton auch noch verlieren, dann haben wir nur noch zwei kranke Hühner zu Hause. Und das wäre wirklich bitter. Tag 25. Okay, er steht. Bruno steht. Es fühlt sich gut an, lebendig und gesund zurück zu sein. Was ist passiert heute Nacht? Alles ruhig geblieben? Ich habe Schmerzen. Wir wurden ausgeplündert. Anton geht es nicht gut. Bruno blutet. Munition. Dinge, die gestohlen wurden. Ein bisschen Wasser, ein bisschen Nahrungsmittel. Und Munition haben wir auch verbraucht. Okay, Freunde. Es wird immer härter. Wir müssen was machen zum Handeln. Und das Ganze in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Lumi.